สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านยินดีที่เข้ามาชมรายการเรียนภาษาไทยของพอมโรดี้ครับ Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Auch heute wiederum, wie du siehst im Hintergrund, geht es um eine Beschilderung, die wir zusammen lesen wollen. Da es sich hierbei um einen kurzen Text handelt, können wir uns ein bisschen mehr Zeit lassen. Und werden das mal Schritt für Schritt jetzt analysieren, was hier genau steht. Du siehst selbstverständlich, dass da auch was auf Englisch steht und dass da ein paar Symbole oder Zeichnungen drauf sind, die eben bereits ein bisschen hinweisen oder darauf hindeuten, worum es sich hier handeln könnte. Gut, beginnen wir aber damit, die Teilschrift zusammen zu lesen. Na, fangen wir am besten oben links zusammen an. Wir haben also hier ein Rorüa, gefolgt von einem Sra, also ein R und ein kurzes A, gibt die Silbe Ra, Ra, Ra. Da es sich beim Rorüa um einen blauen, tiefen Konsonanten handelt und die Silbe kurz, also im Grunde tot, gesprochen wird, ist der entsprechende Ton ein hoher Ton. Wir müssen also diese Silbe im hohen Ton aussprechen. Keine Sorge, ich werde das jetzt hier nicht weiterhin ganz so ausführlich behandeln, aber einfach nochmal als Erinnerung, wie wir an die Sache beim Teillesen rangehen müssen. Wir haben also Ra, Ra, gefolgt von Wawen, Mayanagat und Ngongu, also Wa, A, No. Das ist ja das kurze A, wenn eben ein Schlusskonsonant folgt. Im Grunde ist das also dasselbe Zeichen, oder derselbe Vokal, wie das hier. Wir hatten zu Beginn jetzt also nur diese Silbe, Ra, und nehmen die zweite Silbe jetzt, die beginnt hier, Wawen, also W, W, A, und N, also Wang, Wang. Und die zwei Silben, Ra und Wang, ergeben zusammen das Wort Rawang, Rawang, was so viel heißt wie Vorsicht, beziehungsweise aufpassen. Je nachdem, was dann eben folgt. Und was jetzt folgt, sehen wir. Ne?